Hallo, danke, dass ich vorbei darf. Hier. Ein Traum eines jeden Urbexers mit Einrichtung. Herr krank. Hier noch so eine alte Mickey Maus. Und weißt du, wovon das ist? Nee. Nähmaschinenzertifikate. Hier war noch ein Schlafzimmer. Boah, ja. Fuck. Scheiße. Wir haben gerade Polizei, deswegen. Fährt auch nicht weiter, ne? Nee. Ist egal, ich filme jetzt einfach mit Lenz einer und der wird mir die dann nachher schicken, die Aufnahmen. Und der M205 folgen und danach den folgenden Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Dankeschön fürs Navi. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur nächsten Location. Und inzwischen ist die Sonne auch eingekehrt. Passt uns eigentlich gar nicht. Wo ist der Regen? Ja. Ich habe extra meine Sonnenbrille abgesetzt. Ist so. Alles klar, ich kontaktiere dich dann auch noch schnell telefonisch. Das dauert ein paar Minuten dann sehr wahrscheinlich. Also dann bleiben Sie bitte kurz in der Leitung und dann bin ich gleich zurück. Okay, alles klar. Mach ich. Ja, bis gleich. Bis gleich. Kein Netz. Vodafone Kundenservice. Zum Glück habe ich zwei Karten drin. Aber das gleiche hatte André letztens auf Zypern. Hat sie nichts zu erzählen. Ne? Sind jetzt schon bei der nächsten Location wieder. So Leute, Kundenberater ruft mich gleich zurück. Sachen werden getrocknet. Hier. Von heute Morgen. Jetzt ist es ja ein bisschen wärmer. Warm, jetzt geht's zur nächsten Location zu Fuß. Da würde ich sagen, rein ins Abenteuer mal wieder. Ne? Jetzt guckt da so ein Opi. Irgendwo hier. Portugiesisches Feld lang eiern. Das ist der Turm. Ach krass. Nochmal hin da. Hier ist es. Alter Falter. Wie so ein riesen Villa. Villa, wie auch immer ist. Ja, Villa, ne? Krass, guck mal mit der Palme, die eingewachsene da. Und hier auch mit dem Flieder ist es, glaube ich, oder Wein. Ja. Unheimlich schön. Macht schon wieder was her. Geht rein hier. Alter, krass. Richtig Decay hier. Ja, hier ist sofort das Loch. Hier ist sofort ein Loch im Eingangsbereich. Echt? Krank. Boah, mach das nicht. Mach lieber beide Schritte. Ja. Aber sicher ist sicher. Boah. Auch wieder so ein Ding mit so hohen Decken, ne? Haben die hier alle irgendwie. Ja, ganz komisch. Da ist der krank. Also wieder richtig viele Räume hier. Badezimmer. Das ist aber so eine Art Putz schon wieder. Angedeutete Fliesen, ne? Sind das nicht Fliesen? Nee. Das ist Putz. Man sieht schon verdammt echt aus, ne? Tatsache. Krank, auch mit dem Stuck oben und so. Hier. Ein Traum eines jeden Urbexers mit Einrichtung. Herr krank, sogar die Klamotten im Schrank. Ne? Wie immer. Also das ist schon echt ein anderes Level hier in Portugal. Ne? Sogar richtig sortiert noch so. Ne? Betten. Hier steht, ey, guck mal, die Handtasche. Jetzt mal ohne Witz. Ne? Die sieht noch richtig gut aus. Ist das die von Michael Kors? Weiß ich nicht. Die ist von... Steht da nichts dran, ist No Name. Lenz, guck mal, hier sind noch richtig viele alte Fotos in schwarz-weiß. Krank. Hier so ein Familienfoto. Es sind extrem viele drauf zu sehen. Und hier auch noch mal so eine Handtasche. Aspirin, ganz alter. Fotos in schwarz-weiß. Ob das die Familie ist, die hier gewohnt hat? Gute Frage. Vielleicht finden wir ja noch was. Hier noch so eine alte Mickey Maus. Auch noch Knöpfe, alles drin. Hier noch uralte Postkarten, Leute. Verschiedene. Wir müssen aufpassen mit dem Boden. Hier liegt noch was rum. Alter Falter, das ist ja richtig groß, ey. Was ist hier?
Ich finde das immer so gruselig. Hallo? Du willst mich doch jetzt verarschen. Dave? Woher hat denn der die Nummer? Ey, keine Ahnung, wie er es macht. Ja? Ich soll dir schöne Grüße ausrichten? Grüße zurück. Grüße zurück? Ja, ey, Portugal ist ein anderes Level, ja? Okay. Die Zuschauer sollen ein Abo da lassen. Ja, also ihr sollt ein Abo da lassen. Und auch mal bei Forrest vorbeischauen. Okay. Ja, Grüße gehen raus an Sachsen, mach's gut. Krank. Der Typ, ne? Alter. Der ruft überall an. Das ist schon gruselig. Krank, ey, guck mal, da wachsen ja die Pflanzen mit rein hier. Was war das? Büro, wa? Geh ich von aus. Hier noch mit so holzgeschnitzten Figuren. Ist schon wild. Hier ist auch noch irgendwas drin. So Müll. Hier noch eine Vase. Und hier, guck mal, das ist ein Zertifikat, Diploma. Aha. Krass. Ja, bin ich auch gerade drauf gekommen. Weißt du, wovon das ist? Nee. Das ist von der Singer. Also Singer ist ja diese Nähmaschine. Okay. Die hat wohl irgendwie ein Zertifikat da gemacht, ob da so ein Nähkurs war oder sowas. Ach, krass. Oder von der Maschine selber? Das kann auch sein. Dass das von der Nähmaschine ein Zertifikat ist. Aber nee, steht ja keine Nummer drauf. Also so. Ich weiß, was du meinst. Modellnummer oder sowas. Hm. Vielleicht echt so ein Kurs oder so. Abgeschlossene Ausbildung als Näherin oder was weiß ich. Überall noch Fotos. Das Mona Lisa oder was? Und hier dann so ein alter Schreibtisch noch mit Brille, alles drauf. Hier 1955, hier noch irgendwas. Leute, ist das wild, ey. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier auf jeden Fall noch weit weiter. Hier noch diese alten Stühle und so. Boah, ich will gar nicht wissen, was uns da noch erwartet. Ein André. Nur mit Kerze. Wild. Boah, diese Puppe da, ne? Ist mir jetzt erst aufgefallen. Ach krass, mit dem Boden müssen wir aufpassen hier. Die Puppe macht mir Angst, aber wir gehen trotzdem dran vorbei später. Das war dann wohl Wohnzimmer. Das Dach ist schon halb kaputt. Und der Boden hier ist auch nicht mehr der beste. Aber wir machen die Ein-Schritt-Technik, zack rüber, Fernseh, Schrank war das, dachte erst ein Kamin, hier noch ein Sofa und hier da dann nochmal ein Schlafzimmer, da geht's dann wieder in den Flur, ja. Boah, hier noch mit so einem ganz alten Bügelbrett, noch Koffer. Auch noch mal Notizen irgendwie. Hosen. Es könnten Darmklamotten gewesen sein. Vielleicht haben die hier echt noch versucht, die Sachen zu packen und mussten dann einfach so raus oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wieder alles zurückgelassen. Und das war doch wieder hier so eine alte Nähmaschine. Wir gucken jetzt mal in die Truhe rein hier. Drinne. Bevor wir jetzt da lang gehen, gehen wir erstmal da hinten hin. Weil da ist ja noch ein Raum. Boah. Ach nee, hier geht's raus. Es war wie so ein Eingang. Ich dachte, da geht's lang, da müssen wir. Ich gehe jetzt hier durch. Oh, fuck. Das, Scheiße. Alter! Ekelhaft! Scheiße. Boah! Ich bin hier gerade eingebrochen. Ich hatte eine Spinne im Haar. Boah. Leons schlimmster Albtraum. Krank. Ekelhaft. Ach, da ist die Küche und so. Und ich hier? Ich habe hier den Heiligen Gral der Büchereien gefunden. Echt? Hier noch Badezimmer? Also das hat halt diesen richtigen Decay-Charme. Ich gehe hier aber nicht mehr rein, weil der Boden schon aussieht wie ein Schweizer Käse. Ja, ich bin da drüben gerade reingesackt. Ne? Ach krass, ganz, ganz viele Bücher. Ja, und guck mal, da unten wieder eine richtig hochwertige Sammlung. Ne? Ja.
Also hier sind es nicht die Kamine in Portugal, sondern die Büchersammlungen. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das Statussymbol in Portugal gefunden. Wirklich wahr. André schleicht da so lang, guckt so. Der ist so ein kleiner Ninja, ne? Ja. Ich muss einmal vorbei, ich muss ins Wohnzimmer. Ich muss jetzt auch hier lang. Oh, hier Schimmel. Fängt schon an. Was war das? Abstörer. Wo bist du denn jetzt hier reingekracht? Ja, direkt hier vorne leicht. Da. Okay. Also wenn du darauf drückst, dann sackt das auf jeden Fall direkt ab. Machen wir mal einen weiten Schritt hier rüber. Ja. Boah. Ach krass, Leute. Hier haben wir wieder eine Küche, aber mit was für einer fetten Dunstabzugshaube. Ist ja wild. Hier liegen irgendwie so Metallgestänge. Warum auch immer. Boah, das sieht wild aus hier mit so einer riesen fetten Dunstabzugshaube. Aha. Da noch ein Kamin, hier ein Ofen, Küchenschränke. Da oben noch so eine Figur. Alter, hier ist sogar noch ein Vogel. Hier sind noch Tierkäfige von verschiedenen Tieren. Leute, ist das wild. Okay. Gucken, was wir noch so finden. Boah, die Dinger sind aber richtig marode hier, ne, die Häuser. Aber interessant bis zum geht nicht mehr. Was war denn das, so ein alter Timer? Ist das krass. Hier noch so unter der Treppe ein Abstellbereich. Und hier wird es dann hochgehen. Boah, ob das so gut ist, das gucken wir jetzt gleich. So, Leute. Ja, darf ich? Danke. Boah, Alter, die Augen haben sich sogar bewegt. Das Krankenwagen. Jetzt ganz schnell an dieser... Wäre gerade Polizei, deswegen. Ist das sicher, Krankenwagen? Fährt auch nicht weiter, ne? Nee. Ist genau da, wo unser Auto steht, ne? Ah, jetzt ist weg. Okay. Jetzt habe ich richtig Angst, in dieser Abfahrt vorbeizugehen. Die hält mich safe am Bein fest. Nein, du hast dir die Hand geschüttelt. So, Leute. Ey, du schüttelst jetzt auch die Hand. Warum? Okay. Hallo, danke, dass ich vorbei darf. Und oben müssen wir aufpassen. Boah, hier gleich so direkt zum Kinderschuh. Aber hier musst du richtig aufpassen. Gesehen, ne? Unten war auf jeden Fall schon ordentlich was reingestürzt. Ja. Das hier ist mein Dachboden. Boah, okay. Ja. Hinten ist Badezimmer. Ach, von hier kann man in die Scheune gucken. Ja. Auch wieder Weinfässer. Echt, zeig mal. Ein Anbauer, ein Selbstversorger. Ja, Tatsache. Hatten wir hier gar keine Wasserleitung? Sieht so aus, ne? Guck mal, das Waschbecken, ganz urig. Ja, mit Eimer noch da unter. Ja, die Toilette auch. Echt? Die Toilette ist nicht angeschlossen. Stimmt. Hm. Hey, dann hatten die ja echt noch gar keine Wasserleitung, nix. Ganz crazy. Was ist hier? Boah. Weil wir halten jetzt wieder mal ein paar Meter Abstand voneinander. Hier ist, also. Hier sind noch so Schränke drin. Da hinten noch so eine Kommode mit Spiegel. Ansonsten leer. Nee, ist kein Bett drin. Aber hier. Hier war Schlafzimmer. Hier ist so ein kleines Bett. Überall liegt aber noch was drin. Verrückt. Ich traue mich gar nicht richtig hier lang zu gehen. Hier ist noch so ein Zimmer. Das war wie so ein Abstellraum. Irgendwie. Boah, hört ihr das?
Da war noch ein Schlafzimmer. Mit Bett und so. Boah, diese Sirenen, ne? Das ist ja wild. Hier noch so ein Büro. Alles voller Müll. Beziehungsweise alles voller Klamotten. Wer hier gewohnt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall wieder eine Riesenvilla. Es war hier damals in Portugal wahrscheinlich modern in. Die hatten alle Geld durch Wein oder sonst was. Und warum die verlassen wurden, keine Ahnung. Ja Leute, das war's jetzt auf jeden Fall mit oben. Ich werde jetzt wieder runtergehen. Ist auch richtig gefährlich, die Bude. Aber richtig interessant. Gucken, was wir noch finden. Erstmal runter. Ja Leute, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ein bisschen windig. Wir sind jetzt wieder raus aus dem Ding. Schreibt unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare. War relativ wenig drin, aber doch viel. Sehr interessant, was wir gefunden haben. Wir gehen jetzt, unsere Tour geht jetzt weiter. Gucken ab zum nächsten Spot. Mal gucken, was wir noch so finden. Krasse Villa auf jeden Fall. Generell, was wir hier so finden in diesem Land, Portugal, wild. Ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt dran. Bis dann. Alice Adventure auf der Suche nach dem Thrill. Geisterstädte, dunkle Flure, das ist, was er will. Mit Cap auf dem Kopf, immer auf Tour. Verlassene Orte und die Spannung ist pur. Geisterkrank, ja, das ist sein.